Zur Einführung unseres Workshops spreche ich in diesem ersten Beitrag über das Thema, wie sicher ist künstliche Intelligenz? Grundlagen und Verifikation von künstlicher Intelligenz. Und ich möchte Ihnen im Folgenden zeigen, wie tief aktuelle Fragen der Zertifikation, der Verifikation von künstlicher Intelligenz, wie tief diese Fragen verwurzelt sind in der Philosophie, der Logik, der Mathematik und der Informatik. Und dazu beginne ich zunächst mit ein paar Bemerkungen über Berechenbarkeit und Beweistheorie, Konstruktivität und Intuitionismus. Und auf diesem beweistheoretischen Hintergrund geht es dann im nächsten Schritt um Typentheorie, denn Typentheorie ist eng verbunden mit aktuellen Grundlagenfragen der Mathematik, wie der univalenten Mathematik und der Einführung von Beweisassistenten in der Informatik. Und deshalb zunächst dann auch die Erläuterung der Verifikation am Beispiel eines technischen Schaltkreises mit einem Beweisassistenten, um dann auf die zentrale Frage zu kommen, nämlich der Verifikation von Machine Learning, also der Art von künstlichen Intelligenz, die heute im Zentrum steht. Und zum Abschluss geht es dann noch einmal um Verifikation und Zertifikation mit Blick auf gesellschaftliche Verantwortung. Beginnen wir also mit Berechenbarkeit und Beweistheorie. Und hier möchte ich anfangs erinnern an Leibniz. Leibniz, der schon im 17. Jahrhundert die Bedeutung algorithmischer Sprachen herausstellte, angewendet auf alle möglichen Anwendungsdomänen, gemäß seiner Devise Theoria cum Praxi, also Theorie mit Praxis verbinden, ein Motto, das auch in diesem Vortrag einen Leitfaden bildet. Dann natürlich im 20. Jahrhundert Alan Turing, der große britische Logiker und Computerpionier, der bereits 1936, 37, also in einer Zeit, als die technischen Computer, wie wir sie heute kennen, noch längst nicht entwickelt haben, dort bereits ein für alle Mal, möchte ich sagen, nämlich logisch-mathematisch, unabhängig von allen technischen Standards, definierte, was ein Computer denn überhaupt sei. Und das ist zentral deshalb, weil damit zum ersten Mal auch mathematisch präzise definiert werden konnte, ein logisch-mathematisch nicht entscheidbares Problem. Das berühmte Halteproblem von Turings Maschine. Und dieses Problem wiederum führt einerseits uns zur Logik, denn der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz erweist sich als unmittelbare Konsequenz aus der Nichtentscheidbarkeit des Halteproblems. Andererseits führt uns diese Nichtentscheidbarkeit aber auch in die Mathematik. Hier etwas später, 1970, als russische Mathematiker beweisen konnten, dass ein bestimmtes mathematisches Problem prinzipiell nicht entscheidbar ist. Eines der berühmten Probleme aus Hilberts Liste der um 1900 noch nicht entschiedenen Probleme, nämlich die Lösbarkeit diophantischer Gleichungen, die sich als mathematisch äquivalent, diese Frage erweist sich als mathematisch äquivalent zu Turings Halteproblem und ist deshalb prinzipiell nicht entscheidbar. Nun, Hilbert, der Name war schon gefallen. Hilbert hatte ja in der Grundlagendiskussion so in den 20er Jahren die Vorstellung, lasst die Mathematiker alle in Ruhe werkeln, so wie sie es gewohnt sind mit Cantor und so weiter. Wir Logiker werden im Nachhinein ihre Theorien formalisieren und dann für diese Formalismen, die Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit, Korrektheit und dergleichen nachweisen. Nun, demgegenüber sein Antipode, Brauer. Brauer war demgegenüber der Auffassung, dass Mathematik von vornherein konstruktiv, Schritt für Schritt aufgebaut werden sollte.
so wie die Mathematik auch in der Arithmetik im Zählverfahren beginnt. Übrigens auch eine Vorstellung, die tief verwurzelt ist in der Philosophie, in der Auffassung im 18. und 19. Jahrhundert. Ich erinnere hier nur an Kant. Jedenfalls führt das konsequent zu einer unterschiedlichen Interpretation der logischen Konstanten, hier in der Brauer-Heiting-Kolmogorov-Interpretation, also beispielsweise die Konjunktion, verlangt nun Beweise für beide Teilaussagen, oder die Wenn-Dann-Aussage wird jetzt oder bedeutet jetzt eine Konstruktion, die zu jedem angenommenen hypothetischen Beweis der Prämisse auch den Beweis der Conclusio angeben kann. Existenzaussage bedeutet, dass ein Konstruktionsverfahren für ein Element der Domäne, der Anwendungsdomäne vorliegen muss und dann ebenfalls ein Beweis, konstruktiver Beweis, dass für dieses so konstruierte Element auch diese Aussage hier in diesem Falle A zutrifft. Die Allaussage bedeutet ebenfalls eine Konstruktion, die für jedes konstruierte Element der Anwendungsdomäne einen entsprechenden Beweis des Zutreffens hier von dieser Eigenschaften A liefert. Und auf dem Hintergrund dieser intuitionistischen Beweistheorie, nun also wie angekündigt zur Typentheorie, die den Link eröffnet zwischen der Informatik und der Beweistheorie. Das geht zurück auf eine wichtige Beobachtung in den 60er Jahren von Curry und Howard insbesondere. Dort wurde nämlich herausgestellt, dass beim logischen Schließen, so wie Sie das hier sehen, beim logischen Schluss dargestellt im Stil des natürlichen Schließens von Gensens, dass dieser Schluss durch einen Beweisterm, ein Lambda-Term, charakterisiert werden kann im Sinne des Church'schen Lambda-Kalküls. Und das entspricht einem Beweisprogramm. Die abgeleitete Formel, wenn A, dann B, wird dann als Typ dieses Beweisverfahrens aufgefasst. Das heißt, die Grundidee ist, ein Beweis ist ein Programm und die Formel, die so bewiesen wird, ist der Typ für dieses Programm. Übrigens eine didaktische Bemerkung zwischendurch. In meinen Folien, die jetzt so mehr oder weniger im Hintergrund laufen werden, sind eine Menge technische Details, Formeln und so weiter. Darauf werde ich in der Regel nicht eingehen, sondern nur gelegentlich. Es gilt also bei meinem Vortrag wie in der Politik das gesprochene Wort, indem ich jetzt inhaltlich also versuche, diesen Gedankengang von diesen philosophischen Grundlagen bis zu diesen aktuellen Anwendungsfragen gleich zu erklären. Nun, hier sehen Sie, wie dieses Programm auch systematisch dann durchgesetzt wurde, hier in der Form von Gensens Sequenzenkalkül, hier in der linken Spalte, diese im intuitionistischen Sequenzenkalkül, diese Ableitungen der Sequenzen, hier unten der Modus ponens und rechts daneben eben, wie eben herausgestellt, die Ableitung der entsprechenden Beweisterme. Das heißt also in der Terminologie hier unten, T Doppelpunkt Alpha bedeutet T beweist Alpha, aber bedeutet eben auch, T ist vom Typ Alpha. Und entsprechend lassen sich auch Propositionen als Typen charakterisieren, so wie man das hier links sieht. Ich will nur die beiden letzten herausstellen, die entsprechenden Ausdrücke für die quantifizierten Aussagen. Dieser Sigma-Ausdruck hier steht für die Existenzaussage und steht für Paare, in diesem Fall klein a, klein b, wobei a, klein a vom Typ a eben ist und klein b vom Typ b, wobei jetzt in b x durch a ersetzt ist. Und dasselbe gilt auch hier für diesen Pi-Ausdruck, für die All-Aussage.
der jetzt für Funktionen steht, auch berechenbare Funktionen, die jedem kleinen a vom Typ a einen entsprechenden Funktionsterm fa zuordnen, der in diesem Fall dann vom Typ b, wobei dort x durch a ersetzt wird, ist. Nun, das bedeutet in der Konsequenz, dass Formeln, wie wir sie in der Frege-Hilbert-Diktion kennen, wie zum Beispiel hier, dass es also beliebig viele große Primzahlen gibt, also hier in dieser üblichen Diktion für alle m gibt es ein n und n ist größer als m und n ist eine Primzahl, dass diese Formel jetzt als Typ aufgefasst wird für ein Konstruktions- bzw. Beweisverfahren. Und das ist dieses Beweis als Programmprinzip, das danach Curry Howard von beispielsweise Martin Löf, dem schwedischen Logiker und Philosophen, weiter ausgeweitet wurde auf die Heitingsche Arithmetik, auf Gödels System der primitiv-rekursiven Funktionen. Und am Ende stellt sich dann die Frage, wie weit kann man dieses Programm treiben? Das heißt also, diese typentheoretische Charakterisierung zugleich als Computersprache interpretiert der mathematischen Begriffe. Und das führt nun unmittelbar, wie ich auch in der Einleitung angekündigt habe, in aktuelle Grundlagenfragen der Mathematik, die sogenannte univalente Mathematik. Noch einmal, die Leitfrage ist, wie weit lässt sich diese typencharakteristische Charakterisierung auch im Sinne einer Abbildung in Computersprachen durchziehen in die Mathematik hinein, eben nicht nur Arithmetik, wie bei Martin Löf, die heutige Mathematik, also da, wo die Fields-Medaillen gewonnen werden, da geht es dann um sowas wie algebraische Topologie oder algebraische Geometrie. Die Homotopie-Theorie ist ein Kind, möchte ich sagen, der algebraischen Topologie. Und diese Frage nun, wie weit auch solche Kategorien, hochabstrakte Kategorien der Mathematik, durch solche typentheoretischen Charakterisierungen im Sinne einer Computersprache charakterisiert werden kann, führte dann zu einem Programm hier in dieser Princeton-Schrift herausgegeben, der Homotopy Type Theory oder in der Abkürzung häufig auch HOT genannt. Ich kann das hier nur kurz andeuten, wie diese Übersetzung in diese verschiedenen Anwendungsbereiche nun ist. Sie sehen hier in der linken Spalte nochmal die Typen aufgezählt. Hier die Anfangstypen hatten wir schon eben erwähnt, da unten auch die Sigma-Pi-Ausdrücke. Und dann in der zweiten Spalte die entsprechenden beweistheoretischen Interpretationen. Also in diesem Fall wird dann A als Proposition aufgenommen, aufgefasst. A Doppelpunkt A bedeutet klein a ist hier der Beweis von A. Aber jetzt im Sinne der eben angekündigten mathematischen Anwendung, mengentheoretisch, A wird hier als Menge aufgefasst. A Doppelpunkt A als klein a ist Element dieser Menge A. Oder topologisch, A ist ein Raum und klein a ist ein Punkt in diesem Raum. Und Sie sehen, wie das hier entsprechend runtergezogen wird. Ich will das hier abkürzen und nur nochmal das Programm herausstellen. Es geht also hier in der Homotopy Type Theory darum, mathematische Beweise in eine Computerprogrammiersprache zu übertragen, um sie am Ende auch durch einen Beweisassistenten prüfen zu lassen. Und das eben nicht nur für die Arithmetik, sondern auch für höhere Kategorien der Mathematik. Also wie hier in diesem Kasten dargestellt, dieses Type-Checking, also Checking des Typs, entspricht dann gleichzeitig einem Proof-Checking, gerade im Bereich der Mathematik für diese höheren Kategorien. Nun, warum ich das auch hier herausstelle, das ist eigentlich ein wichtiger philosophischer Kern meines ganzen Vortrags, denn was sich hier zeigt,
auch über den gegenwärtigen Zustand der Mathematik, glaube ich, ist auch grundlegend heute für die moderne Industrie und von Technik abhängende Gesellschaft. Denn was wir heute erleben, ist, dass die Mathematik ein hochspezialisierter Betrieb ist. Das heißt, diejenigen, die sich nahezu ein Leben lang in einem Bereich spezialisiert haben, überschauen nur zum Teil und grob den Nachbarbereich. Das heißt, man ist aufeinander angewiesen durch Vertrauen, durch Unterstellung der Expertise und Kompetenz der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen. Und das ist ein Grundzug der modernen Industriegesellschaft, den schon Ende des 19. Jahrhunderts der französische Soziologe Émile Durkheim herausgestellt hat, nämlich Arbeitsteilung. Und das war auch die Erfahrung von einem Gegenwartsmathematiker, Wladimir Wolwoizki, ein Fields-Medaillengewinner, der die Erfahrung machte, dass er selbst in seinem Arbeitsgebiet, dass ihm dort Fehler unterlaufen waren, die er erst später bemerkte und insbesondere bei Kolleginnen und Kollegen, wo er sich darauf verlassen hatte, ebenfalls die Fehler auftrauten. Und das schockierte ihn geradezu so, dass ein Mathematiker, der das in der Regel als Working Mathematician nie tut, sich plötzlich begann, auch für mathematische Logik und Beweistheorie zu interessieren. Und in der Überlegung wächst uns dieser ganze Betrieb nicht eigentlich über den Kopf? Bedürfen wir nicht irgendwo eines Zertifizierungsverfahrens im Hintergrund für unsere Ergebnisse, dass die Expertise der einzelnen arbeitenden Mathematiker hier übersteigt? Nun, das ist nochmal hier der Kerngedanke zusammengefasst. Trust and Verification by Type Checking, Vertrauen und Verifikation durch diese Typenprüfung aufbauend auf einer typentheoretischen Beweistheorie in Anwendung auf die höheren Kategorien der Mathematik. Gleichzeitig mit der Absicht, das Ganze zu automatisieren, auch im Sinne von Beweisassistenten. Und ich werde im letzten Teil des Vortrags darauf eingehen, wie dieser Grundgedanke tatsächlich auch heute für die Anwendung bis in die industrielle Fertigung von zentraler Bedeutung ist. Nun zunächst aber zu dem Konzept der Beweisassistenten. Da gibt es nun viele Ansätze. Ich will fortführend in der Linie, die ich eben in der Beweistheorie begonnen habe, hier erinnern an den Kalkül, den Thierry Coucan und andere Ende der 80er Jahre war es wohl, einführten, Calculus of Constructions oder in Abkürzung COC, ausgehend von Kerry Howard, sehr ähnlich zu Martin Löw. Und Sie sehen hier die entsprechenden, ähnlich wie im Sequenzenkalkül, Ableitungen der Beweisterme, wie wir sie eben gesehen haben, jetzt in der COC-Terminologie, ebenfalls hier die Darstellung der logischen Operatoren und Datentypen, hier in COC, wie ich finde, besonders elegant, weil man im Grunde nur eine Konstante, logische Konstante, hier den Allquantor benötigt. Und wenige Jahre, nachdem also COC eingeführt war, kam ein nächster Schritt, nämlich die Erweiterung durch sogenannte induktive Konstruktionen, also der Calculus of Inductive Constructions, abgekürzt dann gelegentlich auch als KIC. Und die Idee ist hier, induktive Typen einzuführen. Zunächst hier erläutert an einfachen Beispielen aus der Mathematik und Informatik, also der Typ der natürlichen Zahlen,
jetzt die Typen durch sogenannte Konstruktoren eingeführt, also wie hier 0 und der Nachfolger oder hier einfaches Beispiel aus der Informatik, der Typ von endlichen Listen, ebenfalls mit Konstruktoren, einmal der Schritt für Nil und dann für Cons. Und Sie sehen, diese üblichen bekannten Konstruktionen hier werden jetzt als Typen für diese Funktionen hier aufgefasst. Also die Idee ist, dass man mit diesen induktiven Typen auch induktive Beweise, Beweismöglichkeiten erhält für natürliche Zahlen, für Listen, für binäre Bäume, also wichtige Datenstrukturen auch in der Informatik, aber mit Blick auf die univalente Mathematik, die ich eben erwähnt habe, auch darüber hinaus. Diese induktiven Schemata wurden dann schrittweise auch dort erweitert durch weitergehende Verfahren. Immer im Kopf der Hintergrund, wir wollen ein induktives Beweisprinzip haben. Das heißt, im Grunde, ich habe eben an Brauer erinnert, an den Konstruktivismus, dieser konstruktiven Linie folgen, Schritt für Schritt jetzt kontrolliert auch dann die Mathematik aufzubauen. Ich möchte noch erwähnen, dass in KIC, also diesem Calculus of Inductive Construction, auch sogenannte koinduktive Typen eingeführt werden. Das sind einfach die induktiven Typen, das ist unten in dem Kasten eingefügt, ohne den ersten Schritt, also ohne Nil, ohne die leere Liste, sondern einfach nur hier die Möglichkeit, diese Datenfolge, möchte ich mal sagen, sukzessive unbegrenzt zu erweitern. Man spricht in dem Zusammenhang auch von Strömen, was tatsächlich nützlich ist für gewisse Modellierungen, etwa von Datenströmen. Nun, und auf darauf aufbauend, auf diesem KIC-Calculus, dann der Beweisassistent hier, Coq. Sie sehen jetzt Coq mit Q geschrieben, wie im Französischen, das stolze französische Symboltier, Le Coq, der Hahn. Und was hier dieser Beweisassistent im Wesentlichen kann, sind im Sinne funktionaler Programme, Funktionen und Prädikate zu definieren, mathematische Theoreme zu behaupten, Software-Spezifikationen, interaktiv formale Beweise für diese Theoreme zu entwickeln und dann zum Schluss vor allen Dingen aus einer solchen Darstellung, formalen Darstellung in dem Formalismus KIC, dann auch zertifizierte Programme im Sinne funktionaler Programmiersprachen zu extrahieren. Das heißt also, die Idee, dass Coq einerseits eine Plattform sein soll für die Verifikation von mathematischen Beweisen, aber auch für die Verifikation von Computerprogrammen dargestellt in KIC. Nun kurz ein Beispiel, das das Ganze auch erläutern soll. Gewählt habe ich hier eine Anwendung für technische Schaltkreise, also noch vor der KI, Hardware- und Softwareprogramme sind korrekt, also hier zertifiziert in Coq, wenn verifiziert werden kann, dass sie einer gegebenen Spezifikation im KIC angegeben folgen, also einfach ausgedrückt, wenn bewiesen werden kann, dass dieses Programm auch genau das tut, was man will und beabsichtigt. Und das heißt für die Schaltkreise, man betrachtet auf der einen Seite die Spezifikation des Schaltkreises, man könnte auch sagen die gegebene Struktur des Schaltkreises, und dann das Verhalten dieses Schaltkreises und zeigt dann in dieser Verifikation, dass beide konform bzw. äquivalent sind. Das heißt, ein solcher Schaltkreis wird als korrekt bezeichnet, wenn unter gewissen Bedingungen der Output-Strom jetzt des Strukturautomaten, das ist also die Spezifikation, konform äquivalent ist zum Verhalten der Automaten. Und das heißt, was hier klar wird, ist, die Automatentheorie muss für diese Absichten
zunächst einmal in diesen Formalismus Kick übersetzt werden. Und diese Verschaltungen bestehen ja aus verschalteten endlichen Automaten. Hier noch einmal die übliche Definition eines endlichen Automaten, hier als Mealy-Automat, mit der Angabe jetzt in mengentheoretischer Sprache eben einer Input-Output-Menge, der Überführungsfunktion Output-Funktion, hier die entsprechende bekannte Darstellung, auch in einem Diagramm und dann die Übersetzung in den Formalismus Kick. Sie sehen das hier, wie jetzt Input-Output-Menge, die Überführungsfunktion in diese entsprechende typentheoretische Charakterisierung hier übertragen wird, hier von der Output-Funktion, der Überführungsfunktion. Sie sehen, diese Funktion selber ist dann hier oben der entsprechende Typ. Und dann, wie üblich, die Automaten werden, können in verschiedener Weise miteinander verschaltet werden, als Parallelverschaltung oder Hintereinanderverschaltung oder Feedback. Hier für die Parallelverschaltung zunächst wieder wie üblich mengentheoretisch charakterisiert und dann die Übersetzung in die typentheoretische Charakterisierung in Kick. Wir sehen das hier für die beiden parallelen Automaten bei der Parallelschaltung, hier der eine und hier in der zweiten Spalte der andere Automat. Um nun diese Konformität von Spezifikation und Verhalten auch zu zeigen, genügt es hier, die Invarianz-Eigenschaften von Zuständen und Ströme dieser entsprechenden Mealy- oder endlichen Automaten zu zeigen. Tatsächlich verfügt Koch hier über Standardverfahren, sogenannte Taktiken, mit denen also diese Beweise geführt werden können, sodass also am Ende tatsächlich wie beabsichtigt ein Programm, ein funktionales Programm in einer üblichen funktionalen Programmiersprache aus diesem Formalismus, aus dieser Darstellung von Kick extrahiert werden kann. Nun, nach diesem Vorspiel jetzt mein eigentliches Anwendungsgebiet, auch mit Blick hier auf das Thema der künstlichen Intelligenz, nämlich die Verifikation von Machine Learning. Ich möchte nochmal betonen, die heutige KI ist nicht alleine Machine Learning und es gibt viele, auch aus der Tradition, klassische Ansätze, die heute nach wie vor auch in der Praxis in bewährter Anwendung sind. Aber im Zentrum heute, gerade auch der aktuellen Diskussion, steht nun mal das Machine Learning. Ich habe das auch hier in einer englischen Buch Artificial Intelligence, bin ich darauf besonders eingegangen. Auf diesem Hintergrund auch diese kurzen Erläuterungen bzw. Erinnerungen hier. So ein sogenanntes neuronales Netz, das Machine Learning, ist im Grunde ein vereinfachtes Rechenmodell nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Die Knoten stehen hier für Nervenzellen, Neuronen, diese Pfeile für synaptische Verbindungen. Sie sind im Modell, im Graphen mit Zahlen gewichtet, die für die Intensität der neurochemischen Signale stehen soll. Und dann wird mehr oder weniger abgewandelt, die Regel verwendet, dass eine solche Zelle feuert bzw. erregt ist, wenn die Summe der gewichteten Inputs der Nachbarzellen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Und Sie sehen hier im mittleren Bild, dass in der Regel auch diese neuronalen Netze geschichtet sind. Das ist übrigens auch dem Neokortex des menschlichen Gehirns nachempfunden. Diese Informationen laufen hier quer durch die Schichten, in diesem Beispiel, wie diese Pfeile andeuten. Und Lernen bedeutet hier in dem Kontext nichts anderes als Erkennen und Verändern von solchen Verschaltungsmustern von erregten Neuronen und beziehungsweise Rechnen mit diesen eben angesprochenen Gewichten, die diese Verschaltungen ja numerisch repräsentieren. Und ähnlich wie in der Psychologie auch unterscheidet man verschiedene Typen von Lernalgorithmen. Wäre zunächst an das überwachte Lernen zu erinnern, überwachtes Lernen.
bedeutet, dass man dem System zunächst mit Trainingsdaten ein Prototyp beibringt, beispielsweise ein Gesicht vertreten durch eine Verteilung von Pixels, die dann in diesen Gewichten, unterschiedlichen Gewichten repräsentiert ist. Und dann ist das System in der Lage, unter einer Vielzahl von anderen wahrgenommenen Gesichtern diesen Prototyp, dieses eintrainierte Beispiel wiederzuerkennen, vielfach heute schon angewendet, etwa auch bei Polizeifahndungen. Nicht überwachtes Lernen bedeutet, das System ist mehr oder weniger selbstständig in der Lage, Ähnlichkeiten, Korrelationen zwischen Daten, die dann entsprechend im neuronalen Netz repräsentiert sind, zu erkennen, um danach zum Beispiel auch Personen nach diesen Kriterien zu klassifizieren. Das Reinforcement Learning, also verstärkendes Lernen, vor allen Dingen auch in der Technik angewendet. Das heißt, ein System ist in der Lage, mehr oder weniger selbstständig einen Problemweg zu finden, ein Roboter, der also ein bestimmtes gegebenes Ziel aufsuchen soll und dabei ständig in Zeitintervallen Rückmeldungen bekommt, wie gut oder wie schlecht er dabei ist, diesen Weg zu finden und versucht nun, diese Folge von Rückmeldungen zu optimieren. Deep Learning ist sehr populär, bezieht sich einfach tiefer auf die Tiefe des Netzes, also auf die Anzahl der Schichten, um damit auch über die Anzahl, wie wir sie im Neokortex etwa des menschlichen Gehirns vorfinden, weit darüber hinausgehend, um damit dann die Qualität auch der Muster- und Strukturerkennung zu erhöhen. Und Muster- und Strukturerkennung, das ist die eigentliche Fähigkeit dieser neuronalen Netze. Man könnte auch sagen, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wichtig ist dabei, all das beruht mathematisch gesehen auf Statistik. Und hinzu kommt, dass diese Netze keineswegs, die heute in der Anwendung sind, in der Automobilindustrie und anderswo, dass die keineswegs so einfach und übersichtlich sind, wie sie da eben in den Diagrammen gezeigt werden, sondern dass die vielen Zwischenschichten unbekannt sind. Man spricht auch von Hidden Neurons, sie sind versteckt. Ja, es sind Blindspots, es sind Blackboxes. Keiner weiß genau, was da drin abläuft. Man trainiert das gesamte System mit Datenmengen, tuned an den Parametern herum, um gewünschtes Ergebnisse zu bekommen. Das heißt, was hier nach wie vor eine große Herausforderung ist, wir brauchen mehr Erklärbarkeit und am Ende, um auch Verantwortungsfragen, wie wir sie in der Praxis haben, verursacht dann auch beispielsweise durch nicht beabsichtigtes Verhalten dieser Netze zu klären. Und weil das so wichtig ist, an diesem Diagramm nochmal systematisch erläutert. Sie sehen hier unten diesen statistischen Zugang. Grundlage heute, dieses Machine Learning, ist statistische Lerntheorie, wie sie in den 90er Jahren auch schon entwickelt wurde. Man geht davon aus, dass man aus endlich vielen Daten, dass Algorithmen aus endlich vielen Daten Korrelationen, statistische Korrelationen und Zusammenhänge entwickeln, die dann in einem probabilistischen Modell gesammelt werden. Und das ist ein uraltes philosophisches Problem. Der Fachmann erkennt hier das Induktionsproblem. Von Newton, Locke bis David Hume kommen. Die Frage nämlich, wie kommen wir von endlich vielen Daten zu allgemeinen Zusammenhängen? Und übrigens kein geringerer als Rudolf Carnap, der große Wissenschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts, hat in den frühen 50er Jahren eine statistische Induktionslogik entwickelt, die weitgehend die Grundideen des sogenannten statistischen Lernens schon vorwegnimmt. Umgekehrt, das statistische Schließen bedeutet eben unter der Annahme eines Wahrscheinlichkeitsmodells, einer Wahrscheinlichkeitsverteilung auf die Wahrscheinlichkeit von möglichen Ereignissen zu schließen. Das, meine Damen und Herren, ist aber, haben wir Dame auch da, ist aber schwache KI. Denn Sie finden dieses Verhalten realisiert
bei einfachsten Organismen in der Natur. Denken Sie an eine kleine Schnecke, die jetzt vergeblich endlich oft versucht hat, über ein Hindernis zu kommen. Irgendwann schert sie die Fühler ein, dreht ab und macht was anderes, ohne aber eine Kausalerklärung hierfür zu haben. Das ist noch etwas, was uns Menschen auszeichnet, auch am Beginn der Wissenschaft. Denken Sie an Newton. Es ist ja nicht so, wie Voltaire propagiert hat und wie man vielleicht aus dieser statistischen Induktion schließen könnte, dass Newton also unentwegt auf die fallenden Äpfel vom Baum, vom Apfelbaum im Garten seiner Mutter gestarrt hat und dann beim 100. oder 200. Fall dann auf das Gravitationsgesetz geschlossen hat, wie die Propaganda, auch Voltaire und so weiter, ja gerne kolportiert hatte, sondern er lag vermutlich mit kaum Daten vielleicht unter einem solchen Apfelbaum und hat sich als Mathematiker ein Modell ausgedacht, durch Analogieschlüsse mit den Keplerschen Planetengesetzen und vielleicht den fallenden Äpfel, Kräfte, Parallelogramme und so weiter, wie wir es auch in der Schule lernen, und hat damit ein Kausalmodell konstruiert, eine mathematische Struktur, die er hypothetisch unterstellt hat. Und dann hat er natürlich als Physiker die Parameter in den Parametern interveniert. Er hat sie verändert, damit gespielt, um am Ende auch ein valides Modell zu haben. Und das nennt man kausales Lernen. Und ein aktuelles Beispiel aus der Medizin läuft genauso. Wenn Sie statistisch günstige Korrelationen endlich oft, sagen wir, zwischen einer chemischen Substanz und dem Abnehmen eines Tumors festgestellt haben, dann ist das ja längst noch keine Garantie für ein nachhaltiges Medikament. Denn dazu müssten Sie die Grundlagen, das heißt also hier ein Kausalmodell des Tumorwachstums, Differentialdiagnose, das heißt, Sie müssen die biochemischen Grundgesetze kennen. So, und dieses kausale Lernen, das geht schon in Richtung von starker künstlicher Intelligenz, würde ich sagen. Und da ist die KI mittlerweile auch vorsichtig in ersten Schritten dabei. Sie haben eben gesehen, ich bin ja auch in Tübingen affiliiert. Da haben wir das Max-Planck-Institut für Machine Learning. Und dort wird eifrig an diesen Algorithmen gearbeitet. Und wir werden sehen, wie weit wir kommen. Es gibt keinen universellen Algorithmus, der in der Lage ist, unter einer statistischen Datenwolke die entsprechende Kausalstruktur zu identifizieren. Aber was man mittlerweile kann, für einige Bereiche aus den Kriterien der statistischen Verteilung, Gauss, nicht Gauss, sind die Zuordnungsfunktionen linear, nicht linear und so weiter. Aus solchen Kriterien tatsächlich für überschaubare Klassen, möchte ich mal vorsichtig sagen, tatsächlich auch solche Kausalstrukturen zu garantieren, sie zu unterstellen für solche mit diesen Nebenbedingungen gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Nun, das Thema, darauf wieder zurückkommend, ist ja die Verifikation jetzt dieser neuronalen Netze. Und eben bei den Automaten hatten wir erst diese mengentheoretische Charakterisierung, die ist hier jetzt für diese Netze, für diese neuronalen Netze nochmal hier zusammengestellt. Sie sehen hier oben wieder so ein Tupel wie eben. Das sind jetzt die Mengen der Kanten und der Knoten in diesen Graphen. Das sind die Zuordnungsfunktionen von den Gewichten und so weiter. Hier unten sehen Sie eine Darstellung der Regel, die ich erwähnt habe, um die Summe der gewichteten Inputs der Nachbarzellen zu bilden. Und dann werden Aktivierungsfunktionen eingesetzt, ja, wenn also dieser Schwellenwert überschritten ist. Da sind hier verschiedene vier Typen unterschieden, darauf will ich jetzt nicht eingehen. Die Klasse der neuronalen Netze lässt sich danach auch unterscheiden. Und jetzt die Frage,
Wie verifiziert man nun sowas? Und da gibt es verschiedene Ansätze, die heute in der Diskussion sind. Ich möchte ein Beispiel hervorheben, weil dieses Beispiel uns nochmals zurückführt, auch in die Anfänge der klassischen KI, ja, noch einmal mitten in die Logik. Und das sind diese sogenannten SAT oder SAT oder Satisfiability-Methoden, Erfüllbarkeit. Sie führen nämlich letztendlich zurück auf eine altbekannte Tatsache aus der Logik, dass eine Formel bzw. ein Formalismus widerspruchsfrei ist, wenn er erfüllbar ist. Satisfiable, Satisfiability. Und das war ein Grundgedanke, der am Anfang des sogenannten automatischen Beweisens tatsächlich auch zur Anwendung kam. Man hat dann aussagenlogisch boolsche Ausdrücke betrachtet und hat nach deren Erfüllbarkeit gefragt und im nächsten Schritt das prädikatenlogisch erweitert. Das sind dann die Resolutionsmethode bis hin zur Unifizierung für dieses automatische Beweisen. Nun, diese Methode, diese sogenannten SAT-Solvers, werden nun hier angewendet auf neuronale Netze. Aber wie? Dazu müsste man ja diese neuronalen Netze zum Beispiel mit solchen boolschen Ausdrücken charakterisieren können. Und die Idee ist ja eigentlich, dass man diese Parameter eines solchen neuronalen Netzes, also hier die Gewichte etwa, durch Constraints charakterisiert, also beispielsweise in welchem Intervall sollen sie sich bewegen. Das heißt, man bekommt am Ende eine Vielzahl von boolschen Ausdrücken, Gleichungen, Ungleichungen, die hier zusammengestellt werden und dieses spezifische neuronale Netz charakterisieren. Und wenn dann es sich dabei um durchweg lineare Ausdrücke handelt, dann lassen sich auch Methoden des linearen Programmierens, wie hier Linear Programming Solver, anwenden. Das klingt zunächst ganz vielversprechend, aber man muss dazu auch sagen, es können natürlich bei einer Vielzahl, wie in der Praxis, von solchen boolschen Ausdrücken dann auch leicht Fehler unterlaufen. Ich möchte nur am Rande erwähnen, ich sehe, Herr Küchlin ist ja unter uns. Da weiß man, wenn man mit ihm zu tun hat, aus vielen Diskussionen, dass diese SAT-Methode angewendet wird, auch in der Industrie bis heute. Also Daimler habe ich mir sagen lassen. Und dann kann es natürlich durchaus sein, dass sich da eben auch bei dieser Vielzahl komplizierten Anwendungen, etwa um die Logistik in der Produktion hier zu regulieren, dass sich da also Fehler einschleichen können. Und deshalb auch hier die Idee, und auch dazu gibt es Ansätze, diese SAT-Solver in CIC, also den Calculus of Inductive Construction, zu transformieren, um dann mit COC, also dem Beweisassistenten, auch ein entsprechendes zertifiziertes Programm im Sinne einer funktionalen Programmiersprache aus diesem Formalismus in CIC zu extrahieren. Ich komme zu meinem letzten Teil, und dort wollte ich ja nochmal Verifikation und Zertifikation unter dem Gesichtspunkt auch gesellschaftlicher Verantwortung betrachten. Hier in diesem Bild ist nochmal daran erinnert, wie wichtig eigentlich die Korrektheit der Software ist, wie sie leicht zu schlimmen Katastrophen in der Vergangenheit geführt hat. Das mittlere Bild erinnert an die Ende der 80er Jahre beim Einsatz der ersten automatisierten Angabe für Bestrahlungen, wie Menschen dort also auch schlimme Verbrennungen erlitten hatten durch entsprechende Fehler, oder hier der Crash der Ariane 5 Ende der 90er Jahre auch durch einen schlichten Programmierfehler, oder hier Boeing 747 MAX. Sie erinnern sich, im letzten Jahr, dieser Vorfall hat diese große amerikanische Weltfirma in erhebliche Turbulenzen gebracht. Nun, die Korrektheit
ist also und war vor allen Dingen auch immer ein zentrales Anliegen des Software Engineering. Wir haben hier nochmal in vereinfachter Form die Softwareentwicklung dargestellt vom Requirement, also den Anforderungen, Design, Implementation über Verifikation zur Wartung auch der angewendeten Software. Nochmal ein Programm ist zertifiziert, wenn verifiziert werden kann, dass dieses Programm auch einer gegebenen Spezifikation folgt, also das tut, was es machen soll. Was wir in der Praxis heute erleben, ist, dass solche Programme häufig nur ad hoc oder durch statistische Verfahren oder an vereinfachten Modellen getestet werden. Am Ende wäre natürlich der Idealfall eines Beweisassistenten, wie ich ihn eben herausgestellt habe, um die Korrektheit dann auch des Formalismus zu zeigen. Hier sind neben Koch auch noch andere Ansätze angeführt. Da steht also ACTA. ACTA ist sehr verwandt mit Koch. Das kann man wörtlich nehmen mit dem Verwandt, denn Thierry Coquin ist der Begründer von Koch und der Begründer von ACTA ist seine Frau. Er arbeitet ja in Schweden und deshalb habe ich mir sagen lassen, der Name ACTA geht darauf zurück, es gibt in Schweden wohl ein Volkslied über eine Henne namens ACTA und hier also Le Coq und hier also dieser ACTA-Zugang. Sehr verwandt. Beide haben gemeinsam, dass sie eben auf dieser intuitionistischen Beweistheorie letztendlich fußen. Minlog, jetzt komme ich nach München, beruht auf Minimallogik. Das ist ein Ansatz, der gerade an der LMU betrieben wird. Und Isabel, dafür müsste ich eigentlich eintreten, da ich ja, wie Sie gesehen haben, auch an der TU München angesiedelt bin. Aber ich sage ganz offen, mein Herz schlägt für die Grande Nation. Die Clarté, die hier gezeigt wird, auch die in der Zurückführung auf die Mathematik, auf die intuitionistische, konstruktive Mathematik. Nun, aber wie gesagt, diese Beweisassistenten sind heute in der Praxis, das muss man zugeben, links ist ein Buch, das wir vor 2 Jahren herausgegeben haben. Wir geben gerade einen zweiten Band heraus, da steht gerade Koch und ACTA wieder, der steht dann im Zentrum. Man muss zugeben, diese Ansprüche, die die Beweisassistenten haben, stehen am Ende einer Skala, die mit schlichten Ad-Hoc-Tests anfängt, über statistische und modellbasierte Tests weitergeht. Und man muss auch, ich weiß ja, wie hier bei BMW im KI-Zentrum auch gedacht wird, da steht man natürlich als Unternehmen auch unter Druck. BMW hat Tesla im Genick und kann nicht warten, bis der perfekte Sicherheitsbeweis mathematischer Präzision da ist. Es müssen ökonomische Gesichtspunkte oder werden ökonomische Gesichtspunkte berücksichtigt und dann greift man dann auch gerne hier zu schwächeren Testverfahren in dieser Skala zurück. Aber neben den ökonomischen Aspekten sind eben auch die rechtlichen, ja die ethischen Aspekte zu berücksichtigen, hier bei uns vor allen Dingen in Deutschland. Soziale Aspekte mit diesem Einsatz dieser Geräte sind Arbeitsplatzfragen verbunden, aber auch die Usability, auch ein sozialer Aspekt der Gebrauchsfreundlichkeit dieser Ansätze bis hin zu ökologischen Kriterien, denn der Einsatz massiv von Software bedeutet auch Energieverbrauch. Ich stelle das deshalb heraus, um eins klar am Ende herauszustellen. Technisch-mathematische Perfektheit kann nicht das alleinige Kriterium für Standards sein. Das betone ich deshalb, weil ich derzeit Mitglied bin einer Steuerungsgruppe im Auftrag der Bundesregierung. Also konkret federführend ist hier das Bundeswirtschaftsministerium, das Wissenschaftsministerium und das Arbeitsministerium. Und da geht es am Ende darum, Standards für KI-Programme zu bekommen. Sie sehen, das DFKI ist hier vertreten,
die Plattform Lernender Systeme, Fraunhofer, Accatech und dann die großen deutschen Firmen, einschließlich IBM und auch Vertreter des Bundestags. Und zwar deshalb, weil die Normen sich natürlich auch an die Zivilgesellschaft richten. Am Ende ist die Idee, dass wir DIN-Normen bekommen, wie wir sie von jedem technischen Gerät, vom Schraubenzieher angefangen, kennen. Und das nicht nur auf der nationalen Ebene, das ist hier unten angedeutet, sondern hier in der mittleren, auf der europäischen Ebene bis zur internationalen Ebene, ISO-Kriterien. Und die Idee, die dahinter steckt, ist natürlich, Produkte zu haben, wo wir unsere Standards dann auch auf dem Weltmarkt dort also im Wettbewerb zeigen und anbieten können. Ich will auf die einzelnen Arbeitspakete hier dieser Projektgruppe jetzt nicht mehr eingehen. Da geht es also um laufende Projekte zur Vertrauenswürdigkeit von KI und der Robustheit auch von KI-Programmen. Hier sind die einzelnen Arbeitsgruppen dieses Steuerungskreises genannt. Da gibt es einmal die Arbeitsgruppe für Grundlagen, an der ich selber mitarbeite. Davon unterschieden ist dann nochmal die Arbeitsgruppe Ethik oder Sicherheit. Dann Qualität und Zertifikation. In der Gruppe arbeite ich auch mit. Mobilität und Logistik und dann die Anwendungsgebiete industrielle Automation und Medizin. Das heißt, wie Sie sehen, diese Steuerungsgruppe arbeitet nicht nur mit Technik, Forschung und Wissenschaft zusammen, sondern auch mit der Wirtschaft, mit Politik, ja der Zivilgesellschaft, um diese DIN-Normen am Ende zu haben. Und das Ziel ist ganz klar. Es geht nicht darum, dass wir jetzt in Deutschland die Weltmeister werden in perfekter Regulierung, um am Ende Innovation durch Überbürokratisierung abzuwürgen. Sondern dahinter steht die Vorstellung, dass die KI-Produkte, die aus diesem Land kommen, am Ende auch sich durch Solidität, Validität, man könnte auch eben sagen Nachhaltigkeit, auszeichnen. Sie wissen, in der Tradition wenigstens, ich bin jetzt vorsichtig aus verschiedenen Anlässen, in der Tradition war es eben so, dass das Made in Germany auch verbunden war mit den entsprechenden DIN-Normen, die Sicherheit und Verlässlichkeit versprachen. Das ist mein letztes Bild. Wir brauchen, wie ich hier in diesem Vortrag vielleicht zeigen konnte, mehr Erklärbarkeit. Wir brauchen mehr Zurechnungsfähigkeit. Es spielt auf dieses kausale Lernen an. Wir brauchen Zertifikation, wir brauchen Governance für diese lernenden Systeme der KI, um am Ende auch verantwortlich handeln zu können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.